So Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil Playbox bleibt sich bei LS. So, wieder dabei der Santa. Mahlzeit. So, wir werden uns jetzt hier so ein bisschen nochmal die Fahrzeuge angucken und da wird mir noch so ein bisschen erklären, was kann und was davon ich überhaupt fahren will, kann oder werde. Mal schauen. Okay, dann fangen wir an. Was du willst, ist die andere Sache. Was du wirst, alle. Okay, ich ahne Schlimmes. Alles klar. So, dann haben wir als erstes unseren wunderschönen kleinen roten Flitzer hier. Das ist unser Futtermischwagen. Dafür wird für die Kühe wird die Futtermischung zusammengestellt aus Gras, Stroh und Silage. Wird er zusammengestellt und dann einfach bei den Kühen reingekippt als Futter. Ja. Das ist das, was jetzt zum Beispiel früher mal industriell hergestellt wurde, das Kraftfutter, was du dann halt biologisch herstellst. Alles kannst klar. Du mal einsteigen? Also sind wir Biobauern. Ja, Biobauern. Gut. Kannst du mal einsteigen? Ja. Kannst du mal die Maustaste gedrückt halten, die linke Maustaste gedrückt halten und dann mal hoch und runter. What the fuck? Okay, das ist genau andersrum. Wenn er vorne schiebt, dann geht er nach unten. Okay. Also. Ja. Und hinten wird dann halt per Gabel, entweder jetzt beim Standardgeräten ist es halt mit Ballentechnik. Du kannst auch nochmal die rechte Maustaste drücken. Und dann nochmal nach rechts oder links war oder auch nach oben unten, ich weiß es jetzt nicht. Dann kannst du vorne nochmal so ein Schild öffnen. Das geht nur, wenn er unten ist, oder was? Nee, das geht dauerhaft. Das geht auch, wenn es oben ist. Hier tut sich nichts mit rechter Maustaste. Ist, dann gucke mal die linke Maustaste nach links, rechts. Jetzt, da funktioniert's. Ja, okay. Das ist ein Fräser für die Silage. Du hast ja die Silageberge, die du machen kannst. Nee, und da fräst du das raus. Ja, was ist denn Silage überhaupt? Dann, Silage ist gegorenes Häckselgut, also was aus Mais gemacht wird. Was jetzt alles hier klar. Biogasanlagen und sowas nehmen. Gut. So, gucken wir uns mal den nächsten an. Also das ist die Funktion von dem, der mischt nur. Das ist unser großer Big M. Das ist unser größtes Mähwerk. Also sprich, was es bei LS zu kaufen gibt. Was mäht der so? Ja, Gras. Okay. Nur Gras. Das ist ein großer Rasenmäher. Hausgebrauch? Eher nicht so. So. Jetzt steigt mal bitte ein. Links oder rechts? Muss ich da das ist egal. Das okay. Ist egal. Nee, einfach nur einsteigen. Fahr mal ein Stück nach vorne. So hier Richtung Silo-Ecke. Richtung Silo-Ecke. Da links rum. Ja, also Richtung. Hier zu mir. Nee, Richtung zu mir. Einfach geradezu zu mir. So, bleib stehen. Und jetzt drückst du mal bitte X. Jetzt drückst du mal bitte X. Mähwerk aufklappen. Ach, du ahnst das nicht. Ich ahne das schon. Der baut jetzt so ein riesen fettes Geschütz hier auf, ja? Ja. Und du hast noch Funktionen. Du kannst es entweder als Schwad ablegen, als Einzelschwad oder als Einzelschwad. Dann legt er das hier komplett hinten an den Hintern. Drücke mal bitte die U-Taste, dürfte das sein bei dem. Da steht Breitablage aktivieren. Ja, richtig. Genau die. So, hier steig mal kurz aus. Dann kannst du das mal angucken. So. Also du hast jetzt die Breitablage aktiviert, da siehst du, die hier hinten sind jetzt Klappen aufgegangen. Ja. Dann schmeißt du das alles nach hinten weg. Okay. Aber hast du die Klappen geschlossen, dann schmeißt er das nur hier in die Mitte. Alles klar. Das sind so Schnecken drin, ne? Ja, also kannst du ruhig so stehen lassen. So, wenn du jetzt Breitablage gemacht hast, dann gibt's. Ach scheiße, Entschuldigung, sagt man nicht, weiß ich. Verzeihung. Ich habe was vergessen. Moment, kommt gleich, da ist er. Habe ich doch glatt ein Fahrzeug vergessen. Vorsicht, könnte gleich angeflogen kommen. Da ist es. Das Fahrzeug hier, wenn du Breitablage machst und du machst Heu aus Gras. Also sprich, okay. Es wird gewendet nochmal. Das ist unser Zetter. Der wendet das Gras nochmal, lässt es aber an der Breitablage liegen. Okay. Und dann kommt der Schwader zum Einsatz und legt das in einem Schwad, dass das der Sammelwagen, den wir dann auch noch sehen, oder die Pressen, die wir auch noch sehen, das aufsammeln können. Und der Ertrag ist halt höher, wenn wir das Zettern tun, als wie wir es nur wenden tun. So, hier haben wir schon mal einen Ladewagen. Okay, ein Ladewagen. Der lädt das, was wir transportieren wollen. Egal was? Der lädt Häckselgut, der lädt Gras und der lädt Stroh. Hier vorne ist der Sammler für Häcksel, für Gras und Stroh.
Den schaltet man, wenn man einen Traktor dran hat, auf dem Hänger geschalten hat, einfach mit B an. Ach, der sammelt das Ding auch noch selbst auf und dann haut er das da hoch. Ja. Der sammelt das sozusagen in den Hänger rein und dann. Wie beim Rasenmäher hinten aufhören bei Helder. Richtig. Okay. So, bei der Presse und hier bei der Rundbeinpresse und der Quaderbeinpresse ist es eigentlich das gleiche. Bloß bei der Rundbeinpresse ist der Unterschied, du musst bei jedem Ballen, wenn der fertig ist, anhalten. Okay, welches ist die Rundballenpresse, die rechte bestimmt oder was? Die linke. Ja, ja, die linke. Boss, das hat ja ganz gut geklappt. Nee, die linke ist okay, hinten ja gut, klar, alles klar. Von hinten erkennst du. Ja? So. Wann braucht man einen Rundballen, wann braucht man einen Quaderballen? Das kann man sich selbst entscheiden. Das ist, nimmt sich nicht viel. Bloß Rundballen, die lassen sich besser stapeln. Ja. So im Sinne, weil du die halt als Turb nach oben packen kannst. Es kommt immer drauf an, wie du sie laden tust. Beim Quaderballen ist es wieder positiv. Da haben wir einen Autostack. Den habe ich auch wieder nicht mitbestellt. Okay. Muss nochmal zum Händler, nochmal bestellen. Ach, ja, hat wieder nicht geliefert. Autostack heißt, der stapelt die von alleine übereinander. Ja, sammelt okay. Die auch alleine. Okay, okay, ich stand da fast, also du hättest mich fast getroffen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Also das ist der Autostack. Er sammelt hier vorne die Ballen ein, die Quaderballen. Alleine? Die von alleine, oder was? Von alleine. Ach, du ziehst den hinter sich her und dann versetzt, sammelt er die auf, da wo der die rausfallen lässt. Richtig. Und dann lädt er die auf eine Maschine? Warum ist das alles einzeln? Dann lädt er die auf den Tisch. Ja, du musst ja viele Leute beschäftigen auf dem Server. Also muss es das ja auch so geben. Da fährt einer hinterher mit dem Oder wenn du alleine... Ja, oder du bist alleine, dann musst... Okay. Dann ist es hier noch der Lady auf den Tisch, 4 Stück. Ja. Hintereinander und klappt die dann hoch, dass die hier hinten auf den Dingen sind. Wenn der dann voll ist mit 18 Stück, sind es glaube ich, dann klappt er das hoch und stellt es als Turm hin. Und dann steht da so ein fetter Ballen. Ein Kompaktball. Ja, kann man so sagen, aber das sind halt 18 Stück übereinander. So, dann habe ich ein kleines Schmuckstück für dich. Was ist das denn hier? Den habe ich mir nicht vorgegeben zu kaufen. Da muss mal einsteigen. Fährt das denn da los oder ist irgendwas, das sieht aus wie so ein Karten? Nein. Weißt du, was das ist? Das sieht aus wie... Weißt du was? Keine Ahnung. Ich sag mal nicht, das siehst du jeden Tag, das macht entweder dein Vater zu Hause oder du machst es bei euch zu Hause. Ihr habt es aber in einer anderen Form. Entweder zum Schieben oder zum Draufsitzen. Gibt's auch als Traktor. Zum Draufsitzen. Aha. Ist auch als Traktor. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Nee, nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag. Nur wenn es groß genug ist. Ja, dann Rasenmäher. Ein Rasenmäher. Ja, ja, klar. Gut, das macht Sinn. Das ist ein Profi-Hopper. Okay. Vier-Wege-System hier. Alter Schwede. Okay. Ja. Ist jetzt nicht so ganz der schnelle Ding. Okay, also nee, das ist einfach, wie soll man sagen, wenn man am Anfang anfängt und man hat halt nicht so viel Geld und will trotzdem die Kühe bewirtschaften. Okay. So, dann halt das nächste Gerät, das ist unsere große Spritze. Davon gibt es aber auch noch einen zum Hinterherziehen oder zum Antrag dort dranhängen. Na, steig ein, test es aus. Aber bitte ein bisschen vorfahren. Vorfahren, weil das Ding ist groß. Dann kannst du wieder die X-Taste drücken. Reicht das hier vom Platz oder geht das Stück nach hinten noch? Ja, nee, das reicht schon. Jetzt überfährt er mich noch. So. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht töten. Alter Schwede. Ja, ein Glück, dass ich noch ein Stück vorgefahren bin, wa? Alter, der ist noch nicht fertig. Das geht der noch. Ist noch nicht fertig. Ach du Scheiße. Kann gar nicht abladen da hinten. Guck mal, der ist ja breiter jetzt ist er fertig. Oh. So, ich weiß nicht, der dürfte leer sein, oder? Ja. Ja, gut, okay, nee. Also der sprüht normal, dass hier wie halt Dünger oder was die halt auf die Felder spritzen. Pestizide, alles klar. Ja, Pestizide, das spritzt da raus. Was nie einer ein Wort im Mund nimmt, okay, alles klar. Richtig. Good. So, kannst du auch so stehen lassen, weil im Endeffekt sozusagen ist ja nur Erklärung. Alter, das Monster-Ding. Deswegen. Ja, nee, du kannst da drunter durchlaufen, hier. Ja, ja, klar. Ich wollte nochmal gucken, wie das boah. Spannweite? Warte, kann ich da gleich sagen? Moment. Mehr der Kippergruppe, Flüge, Seemaschinen, Feuer, Spritzen,
Eine Gesamtlänge von Arbeitsbreite 40 Meter. Krass. Okay. So, dann haben wir unser Bio-Dünger. Das ist unser Miststreuer. Ja, okay. Alles klar, der haut also die Kacke aufs Feld, oder was? Der haut die Kacke aufs Feld. Moment. So, warte mal, ich will mal. Moment, warte mal. Was hast du denn? Nee, wo bist du denn jetzt gerade? Bei dem Ding hier? Das sieht ich bin gerade in dem Traktor. Ja, das sehe ich, aber. Vorsicht, ich will mal kurz an der Spiele fassen, dass du das dann auch sehen kannst, habe ich vorhin einen Traktor davor zu suchen. Glitscht er sich da unter. Okay. Verzeihung. So, die müssen wir auch mal ein bisschen weiter wegschieben. Ah, jetzt wird hier Platz gemacht, ja, alles klar. Er bewegt seine Arme ja gar so. Nicht. Kannst du mal einsteigen und kannst mal die X-Taste drücken. Wir haben was ausgelassen. Was ist mit dem Ding hier? Was, der Grüne? Ja. Ja, das ist der Miststreuer. Ach, da hinten streut er da draus. Ja. Den kann man aufs Feld ziehen. Den kann man aufs Feld ziehen. Das sieht so fett aus. Macht der nichts kaputt? Nö. Gut, alles weil klar. Der fährt drüber kurz bevor gekuppelt wird. Also ach so, sprich, bevor der aufgewühlt wird. Dann ist das ja nicht so wild. Richtig. Richtig, dann. Oder kurz bevor gedüngt wird. So, jetzt drücke mal die X-Taste. X ist hier Button 2. So. Also du hast zwei Arten davon. Du kannst entweder, wenn du die Schleppschläuche eingeklappt lässt, spülst du das einfach hinten. Das sind Schleppschläuche. Mhm. Wir haben hinterher jetzt so, die düngen halt den Boden von unten. Das richtig an, dass wenn es normal nimmst, wird öfters mal gedüngt, auch wenn die Pflanzen halt größer sind. Und dass du halt an die Wurzeln rankommst mit dem Biodünger halt mit der Kacke. Alles klar. Und du hast aber zwei Möglichkeiten, entweder lässt die Schleppschläuche drinne und er sprüht einfach so raus hinten, wie du es halt öfters irgendwo mal gesehen hast, oder halt mit dem Schleppschläuchen, dass du unten an die Wurzel kommst. Aber mehr Funktion hat halt das Güllefass nicht. Okay. So, wenn du willst, kannst du wieder aussteigen. So, dann haben wir unseren altbewährten Radlader. Der ist dafür da, um die BGA zu füllen, um die Silage halt in die BGA, in die Biogasanlage zu füllen. Alles klar. Kannst ja mal gucken, auch mit der Maus die Funktion, hoch, runter und alles sowas. Oha. Also du kannst da richtig viel Blödsinn damit machen. Er fährt da oben hier, so weitermachen. Was kann er noch? Hoch, runter? Achso. Ja, der hat nicht viele Funktionen, aber die Funktion, die er braucht, hat er halt. Hoch, runter ist Schaufel, okay. Ist klar. Und ist gewöhnungsbedürftig. Also Fassungsvermögen hat er 10.000 Liter in der Schaufel. 10.000 Liter? 10 Kubikmeter? Ja. Krass, okay. Also hier bei LS wird... Bei LS wird alles in Litern gerechnet. Nicht in Tonnen oder so. Wie ja, wir es gerne hätten bei der, zum Beispiel wenn wir jetzt ernten klar. Tun. Ja. Ja. So, dann haben wir unser kleines Schmuckstück hier nebenan. Das ist unser Grimme, einer davon. Es gibt einen Kartoffel und einen Rüben. Der rennt von allein? Ja. Jetzt hat er aufgehört. Also wir haben einmal einen Kartoffelroder und einen Rübenroder. Die sehen aber im selben Sinne gleich aus, haben aber halt verschiedene Funktionen. Okay. Also das ist jetzt zum Beispiel gerade der Kartoffelroder. Huch, scheiße. Entschuldigung. Ich bin gerade eingestiegen. Mit dem fährst du übers Feld und nimmst du fliegst gerade. Ja, weiß ich, dass ich auf der Höhe bin, wenn du einsteigen tust, dass ich das besser erklären kannst. Du kannst jetzt da einsteigen und kannst einen Funktionstest machen. Gut. Dafür sind wir ja hier. Das ist ein Kartoffel, was? Das ist ein Kartoffelroder. Der fährt aufs Feld. Ja, und der schlägt raus. Ja, und schlägt auch das Kraut ab. Wo soll ich hin? Da hinten oder was? Nee, kannst du, nee, der klappt nicht weit aus. Kannst du X drücken? Ah, okay. Gut, mal abgesehen davon, dass das gerade in die andere Maschine reingebackt hat. Ja, okay, das ist, weil der keine Collie hat. Jetzt kommen die ganzen Funktionen alle, alles klar. Ja, kannst ja mal ein Stück zurückfahren, dass es da nicht so wüst aussieht, wenn du den anderen dann nimmst.
So, was kann das Ding alles? So. Maschine zu klappen haben wir gerade gemacht. Erdmaschine Heb. V. Okay, er hebt also, da vorne nur. Ist klar, also das ist Betrieb und das andere ist einfach mal so durch die Gegend fahren. Nee, das ist sozusagen, das ist einfach, wenn du wechseln tust, sprich, wenn du die Reihe fertig hast und dann nochmal neu, wieder neu ansetzen tust, dass du halt nicht auf dem Boden, wenn du lenken tust, auf dem Boden rumschierst. So habe ich mir das gedacht, alles klar. Ja. Ah, okay, und jetzt arbeitet das Ding. Okay, das sieht alles ein bisschen komisch aus, aber vielleicht macht es mehr Sinn, wenn man das Ding in Aktion sieht. Richtig, nee, das hier, was hier unten siehst, das holt die Kartoffeln mit der Erde hoch, wird dann hier drinnen gesäubert und das hier oben, was du hier siehst, das ist der Sammeltank für die Kartoffeln. Die kommen dann hier rein, ist halt ein bisschen von Erde befreit, nicht ganz, aber und kommen dann oben in den Sammeltank, bis halt ein Traktor, LKW da ist, der das abbunkern tut. Aha, alles klar. So, da hätten wir die Maschine. Ach, der richtet sich von alleine wieder auf, okay. Wenn du aussteigen tust, dann hebt er das automatisch an. Doch jetzt hier da raus, Mensch. So. Hallo. Böses A. Ich leichte, den kriegen sie am Rad Probleme. Am Rad hängen geblieben. So, dann nehmen wir unseren Häcksler. Das dürfte der Big 1000 sein, den ich gekauft habe, ja. Darfst du auch mal einsteigen, weil du musst nämlich das Schneidwerk hier vorne anhängen. Dann fährst das du einmal vor. Ist. Ich fahr jetzt einmal ja. Kreis, oder was? Ja, einmal Kreis. Achtung, Hecklenkung. Alle Hecklenkung. Nee, nee, nicht einmal Kreis. Einmal zurücksetzen und dann hier gleich dran. Ach so, ich dann muss mit dem Heck da, mit dem Heck an das Ding ran. Nein, mit der Front. Ja, warte nun. Dann kann ich ja hier... Mit der Front. Das krieg so ich rum hin. Und das dann krieg ich auf hin. Die Seite. Wenn die was mit Hecklenkung fahren. Das ist ja mal ganz ungewohnt. Ich? Nee. Ich bin Staplerfahrer, ich muss das können. Ja, ich nicht. Ich fahr vielleicht mal LKW, aber dann hört das auch auf. Aber warum die Räder hier so durchdreht, das frage ich mich. Ah, Staplerfahrer Santa Claus, alles klar. So. So, wenn das Kuhn da steht, dass wir. Ja. So, jetzt kommst du mal hier vorne hin. Mit dem Ding? Ja, mit dem Ding. Freifläche. Weil das wird jetzt gleich ein bisschen größer. So, jetzt drückst du mal die X-Taste. Okay, das ist also kein Rambock, der baut da auch noch was auf. Nee, das ist zum Maishäckseln. Da wird Häckselgut draus gemacht. Also wenn jetzt du jetzt mal aussteigst, dann kannst du... Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Es gibt... Beim Mais gibt es zwei verschiedene Sachen. Entweder kann ich das zerstören, also häckseln, und dann habe ich so einen einzelnen Grisselkram, das kann ich dann verfüttern oder so. Richtig. Oder ich ernte Mais, richtig, ja? Also das Ding, das nimmt, der reißt das einfach auseinander. Der reißt einfach auseinander, der häckselt das. Okay. Und was du meinst sozusagen, das ist das Maisgebiss. Das ist so ein Dresser, das habe ich jetzt mal. Oder Maisflücker. Okay, Maisflücker ist also Maishäcksler, ist klar. Ja. Ne, das hier, was du hast zu sagen, das ist ja der, was hast du jetzt eigentlich, du hast jetzt den, bei dir ist es sozusagen das Maisgebiss. Ja, das ist das Maisgebiss und der andere sozusagen ist der Maisflücker. Also aus dem mit dem anderen machst du dann Körnermais. Aber hier steht Maisflücker links oben. Ja, Maisflücker, aber das ist eigentlich das Maisgebiss. So steht es im Verkaufsraum drin. So, wenn du jetzt noch O drückst, dann fährt sich noch das Rohr aus. Ja. Und das richtet sich automatisch. Normal im richtigen Leben macht das alles der Häckslerfahrer mit dem Joystick rechts daneben. Ja. Und richtet das auf das Fahrzeug aus. Aber hier läuft das alles automatisch zum Hänger hin, wenn der in der Nähe ist. Alles klar. Gut. So, das wären die Funktionen von dem. Mit dem Ding fährt man da einfach nur rein. Dann da fährst du nur ins Maisfeld rein, häckselst das und wartest jedes Mal, bis der nächste Abfahrer da ist. Okay. Mehr machst du da nicht. Aber der Moment mal, also... Der frisst das richtig auf, ne? Der frisst das vorne rein. Auf und, richtig. Okay. Gut, alles klar. Und haut das oben halt aus dem Rohr wieder in den Hänger rein. Ja.
Kann ich raus? Ja, ja, kannst raus. Kannst du doch stehen lassen. So, dann kannst du dir mal den großen roten hier schnappen. Achtung, Knicklenker. Das ist wieder eine andere Form von Traktor. Ja gut, das kriege ich gerade noch hin. Und hängst mal die Sämaschine da an. Die Sämaschine, das ist das Ding, das große Teil, ja? Das große hier, wo ich gerade davor stehe. Das andere sieht aus wie... Okay. Dann beschleunige ich wenigstens nicht so schnell, da kann man noch ein bisschen mit üben. Vorne ran oder wo muss ich ran? Nee, hier, also da mit dem Hintern hier vorne, wo ich stehe, ran. Okay, alles klar. Oh, hallo. Ja, wie war das? Der fährt nicht so schnell? Ja, nee, andere wenn Richtung, er rollt, dann rollt er. Mit dem Arsch. Ja, ja, gut, das mit dem Arsch muss da ran. Ich muss das mal ein bisschen... Das sah aus, als würde es mit der Schnauze ran. Das hatte ich nicht vor. Das war nicht gewollt, dass das so komisch aussah. Ja, jetzt. Also normal machen wir das nicht mit dem Knicklenker, aber du solltest halt auch mal alle Fahrzeuge sehen, die wir haben. So, wenn wieder Q da steht, dann kannst du, ne, wenn Q da steht, dass du ankurbeln kannst, dann das zieht er sich das ran, okay. Ja. So, jetzt fährst du ein Stück zurück. Das ist natürlich jetzt, das ist ja eine ganz miese Nummer, okay? Ja, ja, also mit Knicklenker ist es ganz mies. Okay, zurück. Wohin denn? Welche Richtung? Eher nee, nur ein Stück zurück, dass du mehr Platz hast, weil du klappst das gleich auf. Habe ich da hinten zu dem Mais ja, extra da hast du Platz, ja. Ja, da hast du Platz. Gut, reicht schon. Jetzt einfach X drücken. Die Räder klappen nicht aus? Muss noch ein Stück zurück. Nein, die klappen nicht aus. Drück mal X. Ah doch, Entschuldigung. Ha, weißt du doch schon mehr Bescheid als... Weißt du doch schon mehr Bescheid. Nee, eigentlich nicht. Das war so der gesunde Menschenverstand, der da gesagt hat, das kann nicht gut gehen. So, jetzt kannst du mal aussteigen, kannst du mal die ganze Sache angucken. Also die, das ist der Condor. Also die wird bei uns auf dem Server mit Condor verschrien. Die kobert mit. Also hier musst du nicht extra vorkobern. Was macht die also jetzt? Was kann das Ding? Kobern. Das ist eine Sämaschine, also die macht... Kobern ist auf was ist lockern, ne? Das macht auflockern und gleichzeitig sehen tut die. Was seht die denn? Und gleichzeitig Weizen, Gerste, Mais, Raps und Gras. Der Krebbel von den Silos da oben. Ja, aber Gras macht die auch. Okay. Also alles, was körnermäßig ist, macht die hier. Ach, okay. Jetzt will ich was vergessen, aber wieder was vergessen. Haben wir sie denn? Haben wir einmal. Und einmal. So, Achtung, jetzt kommen wieder zwei Sämaschinen. Oder eine Sämaschine, ein Leger. Das ist noch mehr bestellt. Was ist denn das hier hinten überhaupt noch? Da steht auch noch was. Was? Wo? Ist das jetzt weggezaubert? Ach ja. Ja. Das ist ein Düngerstreuer. Das ist ein Düngerstreuer. Das ist eigentlich fast wie die Spritze. Aber der macht das halt in den Körnern. Ich weiß, das sieht aus wie auf dem Dings hier, wie Salzstreuer für Eis. Ja, das ist fast die gleiche Form. Bloß, dass da halt Dünger rauskommt. Alles klar. Gut. Aber Mist und Gülle sind halt auf, wenn du jetzt das spielst, das günstigste von allen, weil du beschäftigst ja deine Kühe, kriegst dort Geld durch die Milch, ja. Kriegst automatisch kostenlosen Dünger und sparst damit automatisch Geld, weil das hier, wenn du das auffüllen tust, immer Geld kostet. Alles klar. Das hier ist die kleine Amazone, kann nur Rüben und Mais machen. Ja. Und hat die gleichen Funktionen eigentlich wie die Condor. Okay. wie sieht das aus mit Tanken? Muss ich da jetzt eine Tankstelle anfahren oder wie muss man das denn so? Nee, Tankstelle hast du hier auf dem Hof. Das ist der Tank, den du vorhin da gerammt hast beim ersten. Ah, alles klar. Das hätte voll daneben gehen können, was ich da gemacht habe, ja? Ja. Ja, es explodiert aber nicht. Warte mal. Das Gegengewicht hier? Grad. Ja, das sind Gegengewichte. Das sind aber noch die kleinen. Da gibt es noch Fassgewichte. Und wenn du jetzt mal die P-Taste drückst, drücke mal bitte P. Die steht da. Okay. Da siehst du, das ist jetzt momentan sortiert nach Gerätetypen. Da ist einmal die Traktoren. Ja.
Da kannst du halt, du hast ja jetzt auch Geld zum Beispiel auf dem Konto, dann kannst du gucken, ja, welchen Traktor kann ich mir jetzt leisten. okay. Ach, das geht noch viel, viel weiter. Okay, das waren jetzt nur so die Standardfahrzeuge, die wir da haben, ja? Das sind nur Standardfahrzeuge, die wir jetzt hier haben. Bei Mods, dann geht es halt nochmal nach Mods sortiert und dann noch platzierbare Hallen. Du kannst ja extrem viel machen. Wo habe ich denn jetzt das andere hingestellt? Wo ist denn das hingekommen? Das habe ich da zurückgesetzt. Ist ja mal komplex. Wo ist das jetzt hingekommen? Ach, hier hinten steht's. Komm mal kurz hier hinter. Wo bist du jetzt hingegangen? Richtung Grimme, andere Richtung. Richtung was? Richtung Grimme. Ja, ich Okay. weiß, Brüder Grimm. Das ist der Grimme hier. Hier steht's extra groß Ach dran, so, Grimme. alles klar. Deswegen, du hörst nur Bezeichnung, ja, hol mal einen Grimme 6. Zum Beispiel das hier 415, siehst du ja Text dran, Ja, 415 steht hinten am Hintern. dann rennt Playbox los und sucht einen Grimme Nee, 415, und rennt das, über nee, Gesicht. das heißt zum Beispiel, das heißt Kartoffelleger, das erkennst du an den gelben Förderbändern. Warte mal, ich hole mal kurz den anderen, den Rübenernter. Der Rübenernter sieht so im Sinne ganz anders aus. Fällt das Ding gleich wieder auf mich rauf hier? Nein, schon da. So, hier zum Beispiel, hier hinten ist jetzt der Rübenernter. Ich springe mal kurz rein und klappe den mal auf. Also Funktionen sind nur so im Großen und Ganzen alles das Gleiche. Ah, ja, schwarze Förderbänder. Richtig. Dadurch erkennst du sozusagen, das ist der 620. Meistens sagen sie auch nur die Zahl. Und das ist nämlich der Maxtron. Was ist das andere? Tekton? Maxtron. Das ist der Maxtron und der Tektron. Klare Sache, ganz logisch auf jeden Fall, ja. So, bist du? Ach, da hinten. Immer nach Namen gehen. So, und hier ist unser Kartoffelleger. Das ist jetzt die kleine Version, da gibt es noch einen zum Hinterherziehen, das ist ein bisschen größer. Da werden hier hinten Kartoffeln reingekippt. Hier, wo ich jetzt draufstehe. Die GL werden ist dann also ein reingelegt. Grimme-Liga 420. Oder wie? Richtig. Ja? Wahnsinn. Richtig. Ja. So, Okay. das wäre die Einführung für die Maschinen. Alles klar. Und wenn ich jetzt mit diesem, also wenn ich jetzt was verlegen will und so, dann gehe ich an die entsprechenden Tanks, die du mir dann irgendwann nochmal zeigst. Nein, du kannst dann entweder du füllst das mit dem Saatgut auf hier. Hier hast du zum Beispiel Kartoffelsäcke. Okay. Fährst einfach nur ran, dann Ja. drückst du die R-Taste und da kannst du dann auffüllen. Wie nachladen, alles klar. Ja. Und du kannst aber auch bei Kartoffeln ist es so, wenn du jetzt schon welche auf Lager hast, kannst du dann, warte mal, schnapp dir mal den großen hier, kopple mal die Sämaschine, die große ab. Auch mit Q. Nimmst dir den Leger hier. Weiß wie ein Fies, ich hab da wieder. Ja, das Fahren müssen wir aber noch mal üben. Ja, das ist gar nicht so einfach. Muss ich ja mal ganz ehrlich. Die laufen so lang nach. Also dadurch das hohe Gewicht, das sieht man den Dingern ja gar nicht an. So. Ja. Also zumindest nicht in Ja. der. Na, das wird auch schon wieder nix. Hallo! Schieb's ruhig weg. Schieb's ruhig weg. Komm hier und zack! Ja, Das war ein bisschen gecheatet. ja. Ja, ich merke das. So, jetzt fährst du mal um die Fahrzeuge drumherum, guckst mal, wo du Platz hast und kommst mir mal hinterher fahren Richtung blauen Tank erstmal. Alles klar. Also hier Oh, hinten, wo ich je, nicht stehe. so schnell. Hallo. Also kannst du auch mit dem Gaspedal spielen, also das nehmen Ja, die auch ich an. musste aber erstmal, das ist nicht wie bei Need for Speed, Bleifuß fahren, weil die Autos am Anfang langsam sind. Ja. Hier ist es eher andersrum. Ja. So. Jetzt fahren wir hier hinten, kommen wir einfach hinterher gefahren. Was ist das für ein blauer Tank hier? Was macht der? Das ist Kunstdünger. Da kannst du deine Ach so, das Spritze hast du auffüllen erzählt. und den Kunstdünger da. Stimmt, das habe ich Da schon fährst du aber vergessen. auch so ran und den. So, jetzt fahren wir hier genau drunter, wo ich jetzt hier stehe. Ja, Hier geh mal genau weg. drunter. Das ist Kartoffeln. Das siehst du auch hier halt durch die Textur. So, jetzt seht das Förderband an. Fahr rein.
Ja, fahr mal ein Stück zurück. Ist gerade vorgefahren, da ist es weggegangen. Ist voll. Ach, voll. Ja, ja. Okay. Ja, doch, ist voll. So, jetzt hast du Kartoffeln geladen und automatisch sparst du so wieder ein Saatgut für Kartoffeln. Das geht aber leider nur bei Kartoffeln. Da spare ich dran, verstehe ich nicht. Spare ich das jetzt? Du hast was auf Lager gehabt. Legst die, fährst mit der Sämaschine drüber und legst die aufs Feld. Ja. Und automatisch, du kriegst es doppelt oder dreifache bei Kartoffeln, also aus einer Pflanze kriegst du mindestens 5 oder 10 Kartoffeln raus. Okay. Und wenn du das dann einlagerst und wieder zum Sehen benutzt, sparst du ja und du gibst kein Geld aus für neues Saatgut. Ja, gut, macht Sinn. Ja. So, also von meiner Seite wären wir jetzt durch, so viele Fahrzeuge sind es eigentlich nicht mehr. Den größten Teil habe ich dir jetzt erklärt. Alles klar. Was es jetzt so gibt. Würde ich sagen, vielen Dank und in der nächsten Folge werden wir uns nochmal ins Feld begeben. Ja.